Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Sendereihe Astrologie im 21. Jahrhundert. Heute geht es um den Masterstudiengang Kulturelle Astronomie und Astrologie in Wales in der University of Lampeter. Wir nehmen dazu den Bildschirm und haben auf dieser Unterseite von unserer Hauptseite Astrotalk-Kanal mit der Adresse astrotalk.vonabiswe.de eine Unterseite Professor Dr. Nick Campion, Sophia Center Cosmology and Culture, mit dem wir hoffentlich morgen ein ausführliches Interview führen werden. Und auf dieser Seite finden Sie eine allgemeine Information hier. A niche degree, a case study of an MA in Cultural Astronomy and Astrology. Also, hier sind einige Informationen rund um diesen interessanten Studiengang in Wales. Und wenn wir auf die Seite 61 gehen und das ein bisschen größer machen. Also, der Studiengang auf Seite 61 beschrieben, besteht aus drei Pflichtveranstaltungen, drei Compulsory Modules, drei Pflichtveranstaltungen mit den Überschriften Einführung in den Studiengang Kulturelle Astronomie und Astrologie, dann Ethnographie und Feldarbeit, das ist so ein Methodenmodul, und Geschichte der Astrologie. Zusätzlich gibt es Wahlfächer, von denen der Student in der alten Form drei Stück auswählen muss. Das hat sich ein bisschen geändert. Heute sind es, glaube ich, zwei Pflichtveranstaltungen, die etwas umfangreicher sind und zwei Wahlfächer. Also in der alten Form war es Himmel und Psyche, heilige Geographie, archäologische Astronomie, astrale Religionen, Kosmologien, Magie und Divinationstechniken, und ab 2013 gab es dann anscheinend himmlische Diskurse. Wir empfehlen Ihnen, diesen ganzen Aufsatz rund um den Magisterstudiengang, den wir jetzt im Einzelnen uns noch ein bisschen anschauen wollen. Also, mit Professor Dr. Campion wollen wir morgen über den Urania-Trust reden, über den Sophia-Trust. Der Hintergrund des Sophia-Centers ist, der diesen Magisterstudiengang unterhält. Hier sind einige Links, die Sie dazu anschauen können. Also hier der Link zum Urania-Trust, hier den Link zum Sophia-Trust, der funktioniert irgendwie nicht mehr. Da gibt es nur sowas an allgemeinen Informationen von einer Internetseite Sourcewatch. Dann gibt es hier die Universität of Wales Lampeter, the Sophia Centre for the Study of Cosmology and Culture. Dann über den Gesprächspartner und den Leiter des Sophia Centers und den Direktor des Magisterstudiengangsprogrammes, Nick Campion. Er hat in einem der ältesten Colleges des United Kingdom in Queen's College studiert, hat dann an der University of London seinen Master gemacht und in der Bath Spa University seinen Doktortitel erworben. Er ist jetzt als Associate Professor in Kosmologie und Culture, der Direktor des Sophia Centers für das Studium der Kosmologie in kulturellen Kontexten. Er ist Direktor des Harmony Instituts, Programmdirektor des Magisterstudiengangs Kulturelle Astronomie und Astrologie und auch des Magisterstudiengangs Ökologie und Spiritualität. Er ist jetzt Principal Lecturer an dem Institute of Erziehung und Geisteswissenschaften an der Universität of Wales, Trinity St. David in Lampeter, Ceredigion, Wales. Die Universität von Wales
wurde 2010 durch einen Zusammenschluss der Lampeter University mit dem Trinity University College Carmarthen zusammengelegt. Und über das Harmony Institute gibt es hier einen Link, wo Sie sich ausführlich informieren können. Hier die Ziele des Instituts. Dann über den Magisterstudiengang Kulturelle Astronomie und Astrologie gibt es hier die Informationen in einem YouTube-Video mit Bernadette Brady. Das brauchen wir uns jetzt. Da hat sie am Anfang dieses Videos hat sie einiges zum Studiengang erzählt, ähnlich wie in dem vorhin angesprochenen Text, den wir ihrer Aufmerksamkeit empfohlen haben. Dann gibt es hier von der Fakultät für Astrologische Studien in London Informationen über den Magisterstudiengang in Lampeter und einige Zitate, was der Studiengang anstrebt. Das können Sie sich alles selber durchlesen auf unserer Spezialseite. Hier gibt es ein akademisches Paper, herausgegeben von Patrick Curry, über die Inaugurationskonferenz von 2003 in Bar, wo der Studiengang ursprünglich als Präsenzstudiengang mit physischen Räumen in der dortigen Bar University in United Kingdom, das steht hier auch, initiated in 2002 as a campus-based degree. 2008 wurde dann der Magisterstudiengang komplett auf Online-Struktur umgestellt, bis heute. Hier also, das ist nochmal das Papier, was wir vorhin uns schon angeschaut haben. Dann hier von der Universitäts-Homepage die Informationen über den kulturellen Studiengang, über den Magisterstudiengang, Masterstudiengang Kulturelle Astronomie und Astrologie, ein einjähriger Online-Fernkurs. Hier einige Informationen über den Hintergrund und den institutionellen Kontext des Studiengangs. Hier nochmal ein Link zum gleichen Inhalt. So, die Mitarbeiter, das Teaching Staff, also Lehrpersonal, Professoren und Tutoren, finden Sie auf diesem Link mit Kämpchen vorneweg und dann gibt es Bernadette Brady, Chris Mitchell, Darylin Gunsberg, Dawn Collins, Dorian Gisela Greenbaum, die mit dem Daimon-Buch berühmt geworden ist. Ihr Doktorvater war Charles Burnett am Warburg-Institut, Fabio Silva, Francis Kleins, Gary Philipson ist bekannt, Jack Hunter und Dr. Patrick Curry, die man sich im Einzelnen dann, wenn man diese Links anklickt, kann man sich das im Einzelnen anschauen. So. Und jetzt geht es darum, was ein erfolgreicher Absolvent des Studienganges erworben haben wird, die Fähigkeiten, die er danach besitzt. Es geht hier um die Gegenstände, die in dem Studiengang vermittelt werden, die also Lehrgegenstände, Lerngegenstände, die Sie sich alles selber durchlesen können. Hier gibt es einen Link zum Sophia Center über Bilder von Studenten, die einmal im Jahr sich in einer Summer School treffen können, aber nicht müssen. So, dann haben wir Beispiele für erstklassige Abschlussarbeiten. Das nennt man auch im Magisterstudium in Lampe Dissertation. In Deutschland ist der Begriff Dissertation reserviert für Doktorarbeiten, aber in dem Magisterstudium in Lampe, das sind auch die Abschlussarbeiten des Magisterstudiengangs betitelt Dissertationen und Sie können sich auf diesem Link informieren über die herausragenden Abschlussarbeiten, die dort vollständig abgedruckt sind. Das gibt es jetzt inzwischen als Online Quelle hier mit diesem Link. Und mit diesem Link kommen Sie auf das Sophia Center for the Study of Cosmology and Culture, dem Träger des Sophia Instituts, der Träger des Magisterstudiengangs in der Universität Lampeter. Und hier gibt es wieder die Mitarbeiterprofile. Dr. Campion, Professor Dr. Campion ist auch Herausgeber des Journals Culture and Cosmos, das es seit 1997 gibt, also deutlich älter als der Studiengang. Das finden Sie also, die Sophia Press Informationen finden Sie hier. Neben Dr. Campion sind Dr. Jensard und Kim Farnell hier führend tätig.
Und hier der Link zum Journal. Und dort wird inzwischen auch versucht, die Journale alle online verfügbar zu machen. Und dann gibt es noch das Journal, das länger dauert, Journal of Skyscape Archaeology, das Sie sich hier anschauen können. Und dann ein längeres YouTube-Video mit Elena Avila und Luis Ribeiro und Dr. Niklas Kemplin in der Astra-Serie, wo die beiden Moderatoren des Astra-Projektes damals Dr. Kemplin interviewt haben. Leider ist Elena Avila inzwischen verstorben. Die Astra-Serie ist sehr interessant. Ich gehe mal auf die allgemeine Information des Astra-Projektes. Da finden Sie sehr viele Videos und Interviews mit herausragenden Universitätspersönlichkeiten, die forschend, meistens Altphilologen und Klassiker mit der Astrologie in der Antike und Spätantike, Mittelalter und Renaissance. So. Dann haben wir hier nochmal einige Links zusammengefasst, die wir uns schon angeschaut haben. Dann gibt es den Wikipedia-Eintrag zu Nikolaus Kämpchen. Dann gibt es den Eintrag bei Astrodienst in Zürich, dem Astro-Wiki, zwei verschiedene. Dann gibt es hier nochmal den zweiten, einmal Englisch, einmal Deutsch. Dann haben wir das Horoskop von Nick Kämpchen. Und wir haben eine zweite Horoskop-Information über Dr. Nick Kämpchen. Der Facebook-Eintrag von Nick Kämpchen. Und vom Center für psychologische Astrologie, das von Liz Green gegründet wurde in London, ein Text zu Nikolaus Kämpchen. So, Topics. Am morgigen Donnerstag wollen wir uns über diese Topics uns unterhalten. Auch wieder über den Urania Trust. Wir wollen uns über all diese Fragen, die hier aufgeführt sind, unterhalten, die Sie sich in Ruhe durchlesen können. Hier an dieser Stelle werden dann die Videos eingepflegt, sodass Sie sich dann dort die Videos anschauen können. Hier nochmal das Sophia Center. Einige Redundanzen in dieser Spezialseite. Das macht aber nichts, damit man alles wiederfindet. Und das Sophia Project, da gibt es hier diese ganzen Unterseiten, die Sie sich alle in Ruhe anschauen können. Und wenn Sie das alles angeguckt haben, was ich Ihnen hier vorführe, dann sind Sie relativ gut informiert über den einzigartigen, weltweit einzigen universitären Magisterstudiengang Kulturelle Astronomie und Astrologie, leider alles auf Englisch. Einen vergleichbaren Studiengang gibt es in Deutschland nicht. Hier nochmal Culture und Cosmos. Hier ein neues Projekt, das Sophia Tairona-Projekt, das auch ganz interessant ist, will ich jetzt aber nicht kommentieren. So, hier gibt es Filmlisten. Eine mit 22 Videos, nee, mit 21 Videos aus meinem früheren Kanal Archetypische Kosmologie. Und hier gibt es dann eine ausführliche Filmliste, eine Gegenwartsfilmliste. Das sind inzwischen 56 Videos. Hier also nochmal das Astra-Project-Interview. Dann gibt es hier ausführliche Videos mit Nick Kämpchen. The Space Race, Myths, Contacts and Consequences. Dann über Seele, Psyche, Selbst, Seele und Psyche. Dann hier wird Nick Kämpchen auf Mallorca interviewt von Stephen Gude. Dann gibt es ein Video mit Richard Tanners über die Werthaltigkeit von Astrologie. Dann hier drei Videos mit Nikolaus Kämpchen über Astrologie und Astrologiegeschichte. Dann in Indien auf dem Internationalen Kongress der Vortrag von Dr. Kämpchen über Astrologie, Psyche und Selbst in der klassischen Welt.
Dann der Vortrag über Mundanastrologie mit dem Jupiter-Saturn-Zyklus. Und hier ein kurzes Video über Nikolaus Campion. Nicht in Deutsch. Das nächste Video über Professor Campion. Psychologie und Astronomie. Die Entdeckung des Selbstes im Mittelalter. Dann das Video wieder mit dem Space Race. Dann haben wir andere Videos, die dann hört es auf. Die übrigen Videos haben nichts mehr mit Nick Campion und seinem Studiengang zu tun. Hier der Link auf zu einem Video von mir über die Bücher von Nick Campion. Und dann hier der Link zu einem Überblick über die zahlreichen Bücher, die zurzeit lieferbar sind. Gehen wir auf alle Formate. So, das sind also wertvoll, sehr wertvoll natürlich seine beiden Bände. Geschichte der westlichen Astrologie, Band 1 und Geschichte der westlichen Astrologie, Band 2. So. Dann haben wir eine spezielle Liste über archetypische Kosmologie. Das sind inzwischen 75 Videos. Das sind dann mal vorwiegend meine Interviews mit deutschen Astrologen und internationalen Astrologen, wie Sie hier finden. Hier geht es wieder nochmal zu dem Sophia-Projekt und das Speaker-Journal nochmal. So, sodass Sie an verschiedenen Stellen sehr, sehr schnell die Informationen finden auf dieser speziellen Unterseite. Dann die Ehrungen, die Dr. Campion erfahren hat. Das jüngste ist das Carlos Jaschik Award. Das ist wohl ein sehr universitärer Preis, der in der universitären Landschaft die Arbeit von Dr. Campion würdigt. Die Europäische Vereinigung für Astronomie in den Kulturen ist ein professioneller Zusammenschluss von Wissenschaftlern im Feld der Astronomie in Kulturen und anthropologischen Astronomien. Da gibt es hier einiges an Informationen. Hier gibt es dann eine Einführung in die mittelalterliche Kosmologie, einen kurzen Lehrgang, den es, glaube ich, jetzt nicht mehr gibt, aber man kann sich hier einiges dazu angucken. So, dann gibt es hier einen ähnlichen Kurzkurs, wo man sich auch einiges anschauen kann. So, und im Internet in 2022 über das SOFIA-Projekt hier die Informationen. Also es gibt die Ziele des Projektes. Dann gibt es eben auch Institutionen wie das Warburg-Institut, die Universität von Southampton und die Universität von Kent, Canterbury. Und hier der Hinweis, wann das 2002 der Studiengang eröffnet wurde, aus dem Webarchiv, wenn es das denn noch gibt, dann hier die Information. So. Soweit unsere heutige Vorabinformation zum Magisterstudiengang Kulturelle Astronomie in Astrologie, wo wir hoffentlich morgen mit Professor Dr. Nick Campion, Nikolaus Campion, dann ein ausführliches Interview führen werden. Für heute herzlichen Dank fürs Vorbeischauen und auf bald.